Hallo, heute zeige ich euch diesen Loop. Er ist ein Modell aus dem Projekt Sinnvoll. Da wird es noch einige Modelle in meinem Kanal geben. Was es mit dem Projekt Sinnvoll auf sich hat, das verlinke ich euch auch unter diesem Video. Dieser Loop ist am Ende 24 cm breit, das heißt, er hat einen Umfang von 48 cm und er ist 23 cm hoch. Gestrickt habe ich ihn mit einem Knäuel, also genau so einen Knäuel habe ich komplett verwendet aus der Wooly Hux Sheep. Sie läuft 110 Meter auf 50 Gramm. Die Sheep ist ein angerautes Bändchengarn, was gerade für Anfänger gut geeignet ist, weil man so nicht in die Maschen einstechen kann. Außerdem besteht sie aus 50% Wolle, 28% Baumwolle und 22% Polyamid. Das heißt, sie liegt wunderbar weich am Hals. Wichtig ist, dass dieses Video wirklich für Anfänger geeignet ist. Ich zeige Masche für Masche, wie ihr die Maschen anschlägt, die Fadenhaltung. Ihr lernt, wie man rechte und linke Maschen strickt, wie eben dieses Rippenmuster entsteht, wie die Maschen abgekittet werden, wie man eine Maschenzahl berechnet, wenn man eine andere Wolle verwendet. Also ist im Prinzip ein Modell, an dem ihr jetzt komplett lernen könnt, wie man von Anfang bis zum Ende sowas anfertigen kann. Zur Wolle benötigt ihr noch eine Rundstricknadel. Sie ist 60 cm lang und ich habe Nadelstärke 5,5 gewählt. Ich stricke locker, es kann auch sein, dass ihr eine 6er benötigt. Es kann auch durchaus sein, wenn ihr neu beginnt, anfangs strickt man noch etwas fester, dass ihr eine 6er benötigt und später dann im Verlauf eures Strickhobbys eben auf eine kleinere Nadel dann wechseln könnt. Probiert es einfach aus, dann eine Schere und eine Nadel, damit am Ende die Fäden auch vernäht werden können. Ich habe eben noch ein Maßband hier, damit man prüfen kann, ob der Loop weit genug ist. So, und nun geht's los. Ihr benötigt natürlich vor allen Dingen viel Freude und Lust, dieses Projekt zu starten. Stricken ist ein ganz tolles Hobby und ich wünsche euch einen wunderbaren Einstieg. Zunächst müsst ihr vom Arbeitsfaden, ich mache das immer so, dass ich berechne, wie viel Anfangsfaden ich benötige. 85 Maschen muss ich anschlagen, also nehme ich hier den Faden und wickle ihn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal um die Nadel. Das ist dann die Länge, die ich für 10 Maschen brauche. Die doppelte Menge brauche ich für 20 Maschen, die doppelte Menge für 40 und die doppelte Menge für 80 Maschen und 85 muss ich ja anschlagen, also gebe ich mir hier noch ein Stück dazu. So, jetzt habe ich mir einfach wie selbstverständlich den Faden hier um die Hand gewickelt. So geht es natürlich nicht, das möchte ich euch zeigen.
Ihr führt den Faden, der hier vom Knäuel kommt, den führt ihr von hinten zwischen Ringfinger und kleinen Finger durch und führt ihn dann vor Ringfinger und Mittelfinger wieder hinter den Zeigefinger, wickelt ihn um den Zeigefinger, geht dann wieder auf die Handinnenfläche und hier wird er einmal um den Daumen gewickelt. Und ihr seht, hier entsteht jetzt eine Kreuzung. Den Faden lege ich jetzt in die Hand und halte ihn mit diesen Fingern fest. Benötigt wird jetzt Daumen und Zeigefinger. Die anderen Finger halten diesen Faden fest. Im Prinzip nur die Ringfinger und der kleine Finger. Und jetzt geht's zum Anschlagen der ersten Masche. Ich gehe jetzt hier mit der Nadelspitze unter. Ihr seht hier die Verkreuzung. Ich gehe also hier in die Schlinge rein und hole mir den Faden vom Zeigefinger und ziehe ihn durch die Schlinge durch. Und jetzt lasse ich den Faden vom Daumen los und ziehe an. Meine erste Masche. Dann nehme ich wieder den Daumen und führe ihn hier in dieses Dreieck und ziehe ihn nach unten. Und wenn ich jetzt die Nadel nach unten ziehe, bildet sich hier wieder die gleiche Schlinge wie zu Beginn. Ich gehe also wieder mit der Nadelspitze rein und hole den Faden vom Zeigefinger und ziehe ihn durch die Schlinge. Und jetzt ist der Moment, wo ich die Schlinge vom Daumen lasse und anziehe. Zweite Masche. Wieder holt der Daumen den Faden und wieder führe ich die Nadel nach unten, sodass hier diese Kreuzung entsteht. Ich führe wieder die Nadelspitze von unten durch und hole den Faden. Führe ihn durch die Schlinge und jetzt ist wieder der Moment, wo der Daumen die Schlinge loslässt und ich ziehe an. Manchmal verwende ich hier auch gleich den Daumen, um diese Schlinge anzuziehen. So habe ich den Arbeitsschritt, wie der Daumen wieder diesen Faden fasst und das Anziehen der Masche in einem. Und wieder runter in die Schlinge, den Faden holen, durch die Schlinge ziehen. Und jetzt muss der Daumen die Schlinge loslassen. Und jetzt schaut, gehe ich mit dem Daumen in diesen Faden darunter und dadurch, durch das Anziehen, zieht sich die Masche hier auf der Nadel fest. Wieder nach unten führen das Ganze. Hier einschieben, den Faden holen. Durch die Schlinge und den Daumen lösen und den Daumen hier auch fürs Anziehen der Masche verwenden. Hier müsst ihr immer ein bisschen diesen Faden nachziehen. Solltet ihr mal die Arbeit unterbrechen, nehmt ihr wieder den Faden, der vom Knäuel kommt, führt ihn durch Ringfinger und kleinen Finger durch, vor den nächsten zwei Fingern hoch zum Zeigefinger und dann hält ihr hier den Faden fest und der Daumen holt sich den Faden, der zum Ende führt. Und wieder nach unten die Schlinge bilden, diese Verkreuzung, einschieben die Nadel, den Faden vom Zeigefinger holen und durch die Schlinge ziehen. Und der Daumen zieht wieder
die Masche an. Ihr seht, der Daumen hat ganz schön was zu tun. Die anderen Finger sind überwiegend Halter der Arbeit von der linken Hand. Es ist der Daumen, der arbeitet. Die anderen Finger halten den Faden. So schnell wird es natürlich bei euch nicht gehen. Lasst euch dadurch nicht entmutigen. Natürlich ist das bei jemand, der schon über 30 Jahre strickt, sieht das viel einfacher aus, als es ist. Das Schwierigste beim Stricken ist dieser Anschlag. Das ist auch das Doofe, dass man mit dem Schwierigsten anfangen muss. Und wenn man dann nachher mitten im Loop ist, geht es wirklich schon viel, viel einfacher. Wer eine Mama, eine Tante oder eine Oma in der Nähe hat, dem empfehle ich wirklich, das ist wirklich eine Gelegenheit zu sagen, komm, schlag mir beim ersten Mal die Maschen an und zeig mir die erste Runde und dann mache ich die Fleißarbeit. Ihr kommt dann eben schon schneller ans Ziel. Natürlich wisst ihr dann immer noch nicht, wie man Maschen anschlägt und könnt noch nicht selbstständig stricken. Aber dieses Ganze, dieses Fadenhalten, was man eben am Anfang lernen muss, plus das Stricken, plus das Anschlagen, das ist natürlich eine Nummer. Das ist zu schaffen, durchaus, aber warum soll man sich's nicht etwas einfacher machen, wenn der Anschlag schon mal gezeigt wird und man es dann beim zweiten Loop selbst macht. Dort wird es dann Zeit, spätestens eben, dass man selbst lernt. Aber ansonsten drückt ihr beim Video auf Stopp, fängt immer wieder von vorne an, bis ihr diesen Rhythmus drauf habt. Und so strickt ihr jetzt, bis ihr 85 Maschen angeschlagen habt. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt meine 85 Maschen angeschlagen. Und jetzt ist ganz wichtig, bevor ihr weiter strickt mit der ersten Masche, dass ihr prüft, dass diese Kante, dass diese innen liegt, rundum. Also nicht, dass sie mal so verdreht ist, weil das sieht nachher unschön aus, sondern einmal prüfen, bevor ihr hier die Masche zusammenstrickt. Und jetzt den Faden wieder auf die gleiche Weise um die linke Hand legen. Nur, dass jetzt die Finger und der Daumen halten jetzt das Strickstück. Und jetzt steche ich in die erste Masche ein, von vorne nach hinten. Und hole den Faden durch. Das war jetzt eine rechte Masche. Und jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig. Eben habt ihr ja gerade erst die rechte Masche gelernt. Und gleich kommt die linke Masche. Jetzt wird der Faden vor die Nadel gelegt. Und ich steche hinter der Arbeit, dem Faden, in die Masche ein, halte den Faden etwas fest und ziehe ihn durch die Masche. Die folgende rechte Masche wird euch wieder etwas leichter fallen, also wieder von vorne in die Masche einstechen, den Faden durchholen und die Masche von der Nadel gleiten lassen. Für die linke Masche wieder den Faden vor die Arbeit legen.
hinter dem Faden in die Masche einstechen, den Faden festhalten und durchziehen. Achtet auch mal auf den Bewegungsablauf der Hände. Ich steche ein, hole den Faden durch, dafür bewege ich die Hand etwas, damit ich den Faden besser greifen kann und führe ihn durch die Masche und lasse dann die Masche von der Nadel gleiten. Dann lege ich den Faden für die linke Masche vor die Nadel, steche mit der rechten Nadel in die Masche ein, lege den Zeigefinger auf den Faden und ziehe ihn durch die Masche und lasse auch dann wieder erst die Masche von der Nadel gleiten. Rechte Masche. Linke Masche. Bei der rechten Masche habe ich den Faden immer hinter der Arbeit und bei der linken Masche vor der Arbeit. So sieht das dann aus. Das ist eine rechte Masche, linke Masche, die hat so ein Knötchen. Rechte Masche, linke Masche. Und jetzt habe ich hier eine linke Masche mit einem Knötchen, also kommt eine rechte Masche. Faden hinter der Arbeit. Und wieder nach vorne legen und links. So macht ihr das jetzt ringsum. Natürlich könnt ihr das Video auch zurückspulen und euch das Ganze nochmal in langsam anschauen. Vielleicht legt ihr auch mal euer Strickzeug weg und schaut einfach nur mal zu, wie das Ganze gemacht wird. Es ist ein bisschen schwierig, sich drauf zu konzentrieren, wenn man die Strickarbeit in der Hand hat, sich auch noch aufs Video zu konzentrieren. Vielleicht erstmal nur gucken und dann selbst probieren. Auf die Feinheiten achten, eben dass der Faden nach vorne kommt oder wie ich eben die Hände bewege, wenn ich diese zwei unterschiedlichen Maschen stricke. Wer mit den linken Maschen noch nicht zurechtkommt, dem empfehle ich erstmal die rechten Maschen an einem Musterstück zu probieren, also an einem Garnrest, ein paar Maschen anschlagen und nur rechte Maschen stricken. Erstmal sich nur auf diesen Bewegungsablauf mit den rechten Maschen konzentrieren. Und dann, wenn die Fadenhaltung und die rechten Maschen gut gelingen, dann kann man sich eben auch an die linken Maschen wagen. Die rechten haben eben den Vorteil, dass man von vorne kommt und diesen Faden hier leichter durchziehen kann, als wie wenn man ihn so etwas rückwärts nach hinten durchziehen muss. Das ist ein bisschen schwieriger und ich glaube, ich kenne niemand, dem die linken Maschen zu Beginn leichter fielen als die rechten. Also meist ist es eben, oder fast immer, ist es eben umgekehrt.
Aber diese linken Maschen haben eben den Vorteil, dass sich dadurch ein Rippenmuster ergibt. Ich habe ja hier den schon vorbereitet. Ihr seht, das hier sind die rechten Maschen und die dazwischen sind die linken Maschen und die erscheinen auf der anderen Seite genau umgekehrt. Das Rippenmuster hat also auch den Vorteil, dass man den Loop umschlagen kann und er sieht auf beiden Seiten gleich aus. So, ich habe jetzt hier eine rechte Masche. Ihr seht, die glatte Masche liegt vorne, also kommt als nächstes eine linke. Und jetzt ist dann die erste Runde auch schon fast geschafft. Dann lassen sich die Maschen auch leichter über die Rundstricknadel ziehen. Und ich kann euch wirklich versprechen, ab jetzt wird es dann wirklich einfacher. So, unsere letzte Masche, ich habe jetzt eine linke gestrickt, unsere letzte Masche, die jetzt hier, das ist die letzte angeschlagene Masche, die 85. Die wird jetzt mit der ersten Masche zusammengestrickt, rechts zusammengestrickt. Die erste Masche haben wir ja rechts gestrickt, sodass wir jetzt im Muster liegen. Jetzt haben wir 84 Maschen auf der Nadel und ab jetzt geht es immer weiter abwechselnd. Die linken Maschen, die so ein Knötchen hier haben, die werden immer links gestrickt und die glatten rechten Maschen, die werden immer rechts gestrickt. Immer darauf achten, wenn hier so ein Knötchen liegt vorne, wird es links gestrickt. Und hier liegt kein Knötchen, hier liegt es auf der Rückseite, hier. Dann wird es eben rechts gestrickt. So sieht man schon schön, wie das Rippenmuster entsteht. Tja, und jetzt kommt tatsächlich die Fleißarbeit, dass ihr einfach ringsum immer abwechselnd eine Masche rechts und eine Masche links im Wechsel strickt, bis der Knäuel fast aufgebraucht ist. Und dann zeige ich euch, wie man die Maschen abkittet. Also bleibt dran. Also das ist jetzt eine gute Übung, um die rechten und linken Maschen zu lernen. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr den Knäuel fast aufgebraucht habt, dass es euch dann schon wesentlich einfacher fällt, diese Maschen abzustricken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns, wenn wir die Maschen abkitten. So, ich bin jetzt mit meinem Knäuel fast zu Ende. Das behalte ich mir fürs Abkitten zurück. Nun möchte ich euch aber noch zeigen, wie ihr die Maschenzahl berechnet, wenn ihr den Loop nochmal mit einer anderen Wolle stricken möchtet. Ihr legt den einfach ganz normal auf den Tisch, so wie ihr ihn eben dann später auch tragt. Also nicht auseinander dehnen, sondern das Strickstück schön auf den Tisch legen. Und hier messe ich jetzt 10 cm ab. Und immer so eine Rippe, die ihr hier seht, ich zoome mal etwas näher ran, das ist eine rechte Masche und dazwischen liegt die linke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 und hier sind die 10 cm. Die linke gehört hier noch so halb dazu. Also ich habe 17,5 Maschen auf 10 cm. Und so könnt ihr euch dann aufschreiben, wie viele Maschen ihr auf 10 cm habt. Hier, ich habe eben 17,5. Der Loop insgesamt hat einen Umfang, ihr seht, ihr habt hier 24 cm und er liegt ja doppelt, geht also ringsum, sind 48 cm. Ihr braucht also eure Maschenzahl für 48 cm. Und das Ganze nehmt ihr nun mal. Mal 18, 56 und 7 mal 18, 28 plus 15, 33. 5 mal 8 ist 40 und 5 mal 4 ist 20 plus die behaltenen 4. Und dann zählt ihr das Ganze zusammen. 3, 6, 14, 84. Und hier müsst ihr eine Stelle zurück und dann das Ganze durch 10 teilen, weil das ja das Maß für die Maschenzahl für 10 cm ist. Ihr seht, 84 Maschen ist also die Berechnung gewesen für diesen Loop. Und jetzt berechnen wir das Ganze mit einer anderen Maschenzahl. Die 48 cm bleiben ja. Euer Loop soll den gleichen Umfang haben. Und wenn ihr zum Beispiel mit einer dünneren Wolle gearbeitet habt, nehmt ihr mal. Könnte sein, dass ihr 23 Maschen auf 10 cm habt. 2 mal 8 ist 16, 2 mal 4 ist 8, plus 1 ist 9. 3 mal 8 ist 24 und 3 mal 4 ist 12, plus die behaltene 2 ist 14. Und das Ganze dann zusammenrechnen, 4, 10, 110 Maschen. Hier habt ihr ja keine Kommazahl, aber das ist eure Maschen auf 10 cm. Also müsst ihr hier verrücken. 110 wäre dann die Anschlagszahl, die ihr dann benötigt. Ihr nehmt ja immer noch eine Masche mehr, weil man die ja dann wieder nach der ersten Runde zusammenstrickt. Also ihr würdet 111 Maschen anschlagen und wenn ihr sie dann zusammengestrickt habt nach der ersten Runde, hat euer Loop 110 Maschen, mit denen ihr dann die Runden arbeiten müsst. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Mathematik eingeschoben. Da kommt der Dreisatz eben wieder ins Spiel. Und jetzt werde ich die Maschen abkippen. Zunächst strickt ihr eure erste Masche, wie gewohnt. Ich habe jetzt hier gar nicht auf einen runden Anfang oder so geachtet, wenn ihr wollt. Das wäre hier die rechte Masche mit dem runden Beginn. Ist bei diesem Loop aber, da man ja ständig in Spirale näkelt, strickt, ist das nicht von Bedeutung. So, die erste Masche strickt ihr rechts, wie gewohnt. Die zweite links. Und jetzt geht ihr mit der linken Nadel in die erste Masche rein, so von vorne nach hinten und zieht die über die linke Masche drüber. Die nächste Masche strickt ihr wieder rechts und wieder mit der linken Nadel die Masche abkitten. Man geht also in diese letzte Masche rein und zieht sie über die erste. Dann eine Masche links. Wichtig ist, dass ihr diese Maschen hier stets so strickt, wie sie erscheinen. Also euer Rippenmuster ganz normal fortführen,
wie zuvor bei den Runden auch. Links und überziehen. Rechts und überziehen. Links und überziehen. Achtet mal auf meine Finger, wenn ich die Masche überziehe. Ich gehe also links in die erste Masche rein und in dem Moment, wo ich die Masche überziehe, halte ich diese Masche hier so ein bisschen fest, bis ich da über der Nadelspitze bin und lasse sie dann los. Das hat den Grund, würde ich die nicht festhalten, kann es mir passieren, dass ich bei diesem Arbeitsschritt die Masche vorne mit über die Spitze ziehe. Also halte ich die ein bisschen zurück und ziehe die Masche quasi etwas lang und ziehe sie dann darüber. Auch das ist wichtig, wenn ihr einige Maschen abgekettet habt, dass ihr hier eure Kante überprüft, dass sich euer Loop hier nicht spannt, also dass es sich nicht zusammenzieht. Sollte das der Fall sein, dann macht ihr hier bei diesem Arbeitsschritt Folgendes. Zieht die Masche hier etwas lang, sodass sie dann schon leichter über diese Masche drüber gezogen werden kann. Also wenn euch das schwer fällt, dieses Überziehen, dass ihr hier schon kaum reinkommt, dann liegt es wohl daran, dass ihr in dem Moment hier zu fest arbeitet. Das könnt ihr regulieren, indem ihr diese Masche etwas nachzieht. Hier nachziehen. Gerade am Anfang, wenn man das Abketten zum ersten Mal arbeitet, dann strickt man natürlich noch etwas verkrampft, das ist völlig normal und deshalb kann man sich dann so behelfen, indem man eben diese Masche hier absichtlich etwas lang zieht. Und wie gesagt, linke Maschen links stricken und rechte Maschen eben rechts. Und die Abkettkante immer mal prüfen, dass eben der Loop dann nachher genau so gerade oben liegt wie eben auch unten. Und so kettet ihr nun die Runde ringsum ab und ich zeige euch dann noch den Schluss. So, ich bin jetzt fast am Ende. Jetzt kommt noch eine Masche links, eine Masche rechts und es endet mit einer Masche links. So, und wenn ich jetzt den Faden abschneiden würde, hätte ich hier eine kleine Vertiefung. Deshalb steche ich jetzt hier mit der rechten Nadel in die erste Masche ein. Und ziehe den Faden durch und kette diese Schlinge ebenfalls ab. Dann kann ich den Faden abschneiden und durchziehen. Es ist fast geschafft. Wir müssen jetzt nur noch die Fäden vernähen. Zunächst setze ich hier noch einen Knoten, ziehe also den Faden nochmals durch die nächste Masche und führe ihn durch diese Schlinge. Und jetzt sitzt er wirklich fest und ihr seht, der Übergang ist auch wirklich kaum zu sehen. Das Vernähen findet auf der Innenseite statt. Ich nehme mir da immer so eine Reihe mit rechten Maschen, so eine Linie und führe dann den Faden in die erste Schlinge rein. Dann gehe ich runter in die nächste Reihe, stets so seitlich einer rechten Masche
Und da ziehe ich dann den Faden durch. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen anziehe, verschwindet er vollends im Maschenbild. Das Ganze macht ihr auch mit eurem Anfangsfaden. Auch hier ist schon eine Verbindung geschaffen, weil wir ja zu Beginn diese Masche zusammengestrickt haben nach der ersten Runde. Ich gehe jetzt auch hier in die nächste Masche rein und setze zunächst mal einen Knoten. Auch jetzt habt ihr hier die Verbindung geschaffen. Und jetzt geht's auf die Innenseite. Und auch hier seht ihr diese Linien liegen, durch die man dann den Faden durchziehen kann. Und jetzt habt ihr es geschafft. Euer Loop ist fertig. Und er kann euch jetzt künftig schön wärmen. Und wenn ihr das Projekt zeigen wollt auf Instagram, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn mit dem Hashtag Projekt sinnvoll, wenn ihr ihn mit diesem Hashtag eben ausstattet, sodass wir euch auch finden und sehen, was ihr da schon gelernt habt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle auch zum Projekt sinnvoll weitere Ideen ein. Bleibt einfach dran. Ihr habt euch für ein ganz tolles Hobby entschieden. Und da wird es unendlich viele Möglichkeiten geben, was ihr jetzt noch alles dazu lernen könnt. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.